eine Kuh da, man sieht den Verkehr, wie er sich bewegt und gleichzeitig aber ist man plötzlich in einer anderen Welt. Hier ist es ganz ruhig, hier ist es ganz abgeschieden und trotzdem ist die Sichtverbindung ist ja da. Und einem Sonnenschirm, wo man sich sonnen kann mit Gras. Dann gibt es hier eine Wasserrutsche in den Pool. Da ist ein Café, Eisbär, das ist ein Bär. Ein Bäcker, ein Fitnessstudio und ein Beauty-Salon. Eine WG mit grünem Dach und Regenwasserfilter. Als wir uns am Mittwoch die Wohnung angeguckt haben, da war es halt auch so, dass die Wohnung bzw. das Haus sehr nachhaltig gebaut wurde. Und das haben wir halt hier auch probiert, hier durch diese Bambuswand hier eigentlich kein Licht einschalten müssen, weil das sozusagen im Sommer vor allen Dingen ganz viel Licht spendet und dadurch auch Strom spart. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir oft gesehen haben, dass es schön ist, in einer Gemeinschaft zu leben. Aber dass man auch seine Privatsphäre braucht. Wenn wir unseren Tag beginnen oder beenden, möchten wir alle zusammen sein. Zum Beispiel zusammen kochen. Wir wohnen in so einer Art WG sozusagen. Und hier unten haben wir sozusagen die Küche und das Esszimmer und das Wohnzimmer. Und da können wir halt, das ist eine Gemeinschaftsfläche, da können wir alle zusammen drin sein. Der Balkon ist sehr grün, haben wir es extra gemacht, dass die Luft auch besser ist. Hier kann man hochgehen auf die Dachterrasse mit einem Pool, Sprungbrett, Rutsche und Liegestühle. Ja.